In diesem Video soll es um das Thema Architekturtreiber gehen. Das sind Anforderungen, Randbedingungen oder Risiken, die unsere Freiheitsgrade im Architekturentwurf einschränken bzw. die unsere Entscheidungen beeinflussen. Also wenn Sie einen Architekturtreiber haben, kann es sein, dass dann mehr Komponenten dazu kommen, dass Sie mehr Qualitätssicherung betreiben müssen oder dass Sie aus einer Fülle von Alternativen eine auswählen müssen, weil die vorgeschrieben ist. Schauen wir uns das im Detail mal an. Sie starten damit, dass Sie die Anforderungen nochmal durchschauen und analysieren, gucken, was sind Anforderungen, die Ihre Architektur beeinflussen könnten. Also wo haben wir Sachen, die vielleicht kritisch sind? Das sind häufig Qualitätsanforderungen, die da kritisch sein könnten, aber auch nicht alle. Sie können jetzt nicht die gesamte ISO 25010 durchgucken und alle knapp 30 Kriterien durchobern, das geht nicht. Aber Sie haben ja so ein paar Sachen, wo Sie schon aus Erfahrung sagen, da haben Sie ein Bauchgefühl, das könnte schwierig werden und da müssen Sie sich gesondert drum kümmern. Rahmen und Randbedingungen haben Sie. Sie haben aus den Personas beispielsweise rausgekriegt, welche Devices Ihre Kunden wahrscheinlich haben werden, wie die Hardware aussieht. Oder vielleicht gibt es eine IT-Governance bei Ihrem Kunden, die vorschreibt, dass alle Software in Java oder .NET zu sein hat. All das sind wichtige Randbedingungen, die Sie hier in den Architekturentwurf einfließen lassen müssen. Dritter Punkt sind Risiken. Beispielsweise Nachbarsysteme könnten Risiko sein, es könnten aber auch Cyberangriffe aus dem Internet sein, von denen Sie besonders bedroht sind, weil Sie irgendeine sehr kritische Infrastruktur machen. Stellen Sie sich vor, Sie machen Gasversorgung oder Stromversorgung. Dann sind Sie besonderen Risiken aus dem Internet ausgesetzt. Außerdem haben Sie besondere Entwurfsrisiken, wie zum Beispiel instabile Komponenten, die Sie vielleicht nochmal besonders berücksichtigen müssen. Und all das sind Architekturtreiber und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Also, Architekturtreiber nochmal als Definition ist eine Anforderung, Randbedingung oder ein Risiko, was die Gestalt Ihrer Software wesentlich beeinflusst. Und häufig stehen diese Sachen auch im Konflikt zueinander, beispielsweise das Thema Security und Performance. Zum Beispiel, wenn Sie Security wollen, müssen Sie vielleicht verschlüsseln. Verschlüsselung kostet Sie wieder Performance. Also könnte man in einigen Fällen sagen, Security und Performance stehen im Konflikt zueinander. Nicht zwingend, aber kann sein. Und jetzt nehmen wir uns mal das Beispiel hohe Verfügbarkeit. Nehmen wir mal an, Sie wollen eine Verfügbarkeit von 99, Quietsch% erzielen. Was bedeutet das eigentlich für Ihren Architekturentwurf? Möglicherweise müssen Sie gewisse Architekturregeln erlassen, damit überhaupt hohe Verfügbarkeit möglich ist. Beispielsweise, Sie machen eine Serverlandschaft. Vielleicht ist es, da Sie vielleicht Redundanz wollen, nur dann möglich, dass Sie alles stateless machen. Also lauter alle Maschinen sind stateless, sodass eine Maschine ausfallen kann, ohne dass Sie das merken. Also stateless Server. Zweiter Punkt, Sie könnten vielleicht neue Komponenten erforderlich machen, beispielsweise ein Watchdog. Das heißt, eine Komponente, die extra da ist und die immer ihren Server anfunkt oder ihre Menge von Servern anfunkt und guckt, ob alle noch reagieren. Also denen quasi ein Ping schickt. Und also ein Detektor, der schnell feststellt, wenn was ausgefallen ist. Das könnte also eine zusätzliche Komponente sein. Klassiker bei hoher Verfügbarkeit ist Redundanz. Das heißt, Sie bauen nicht einen Server hin und wenn der ausfällt, ist das System kaputt, sondern Sie nehmen eine Serverfarm und jeder Request vom Kunden wird durch den einen oder anderen Server von der Serverfarm betrieben. Und wenn jetzt einer abstürzt und der ist stateless, merken Sie es als Benutzer vielleicht gar nicht. Und natürlich, wenn Sie eine Komponente redundant auslegen, können alle anderen ja auch ausfallen. Also muss eigentlich alles redundant ausgelegt werden oder anders sozusagen ausfallsicher ausgelegt sein, wie also Sie brauchen auch einen redundanten Datenbankserver und einen Load Balancer und so weiter. Vielleicht müssen Sie gewisse Risiken noch durch zusätzliche Komponenten abfedern. Das heißt, zum Beispiel könnte es sein, dass ein Nachbarsystem nicht immer im Zeitfenster reagiert und möglicherweise müssen Sie da einen Adapter einbauen, der cached oder der, was Ihnen die Default-Antwort zurückgibt oder so ein Circuit Breaker Pattern implementiert. Und natürlich, sobald Sie so eine Anforderung haben, müssen Sie vielleicht anders vorgehen. Möglicherweise brauchen Sie mehr Qualitätssicherung im Prozess, weil es einfach kritische Anforderungen sind, die Sie sonst nicht erfüllen könnten. Möglicherweise müssen Sie besondere Modelle durchrechnen, dass Sie so eine Fehlerbaumanalyse machen oder andere Analysen, die Sie erst im Bereich der sicherheitskritischen Systeme kennen. Möglicherweise, wenn es also ganz sicherheitskritisch wird, müssen Sie vielleicht sogar ein formales Modell Ihres Systems erstellen, also als Teile können Sie vielleicht als endlich ein Automat modellieren und dann Model-Checking machen.
Und natürlich stehen die ganzen Sachen im Konflikt zueinander. Zum Beispiel, wenn Sie Redundanz einbauen, sind normalerweise die Betriebskosten höher. Oder wenn Sie Hardware redundant auslegen, brauchen Sie ja für die doppelte Hardware auch das doppelte Budget normalerweise. Also auch da haben Sie Konflikte, die Sie irgendwie im Entwurf lösen müssen oder wo Sie einfach Entscheidungen zu treffen haben. Also klassische Trade-off-Diskussion, nehmen wir das eine oder das andere. So, was haben wir für Probleme, wenn wir die Architektur dabei anschauen? Also nehmen wir mal alle typischen Qualitätsanforderungen als Architekturtreiber. Häufig kriegen Sie nur sehr ungenaue Daten, sowas wie das System soll voll doll sicher sein oder es soll voll doll wartbar sein oder hochtoll verfügbar mit 99,4%. Das nützt Ihnen nicht viel, weil Sie das sozusagen schwer am laufenden System testen können. Wie wollen Sie Sicherheit testen? Also was genau bedeutet das? Gegen welche Angriffe genau soll das System geschützt sein? Also das heißt, was man also bei solchen Dingen machen muss, ist eigentlich, dass man mit den Stakeholdern sich zusammensetzt und mal überlegt, was genau meinen Sie denn, wenn Sie sagen intuitiv bedienbar? Oder was genau meinen Sie denn, wenn Sie sagen sicher? Sicher wogegen denn genau? Also das heißt, Ungenauigkeit ist aber so ein Standardproblem, was man immer hat. Haben Sie auch in Ihren Projekten? Ich glaube auch nicht, dass Ihr Auftraggeber jetzt genau gesagt hat, gegen welche Angriffsszenarien Sie sich schützen sollen beispielsweise. Um auf Nummer sicher zu gehen, machen einige dann den Fischzug sozusagen, dass sie sagen, na Mensch, ich mache einfach alle Anforderungen von einem bis 10 Milliarden Benutzern. Das kann man schon sagen, das ist aber nicht baubar, so ein System. Denn ein System für einen Benutzer, das können Sie relativ trivial hinferkeln. Ein System für 1 Million Benutzer, da müssen Sie sich wirklich überlegen, wie Sie das mit Parallelität und Load Balancer und so weiter alles hinkriegen. Also das heißt, Sie müssen relativ präzise Angaben haben, um auch die Kosten im Griff zu haben. Also das ist ein zweites Problem. Drittes Problem ist, es schlicht weiß gar keiner genau, welche Eigenschaften das System in dem Bereich haben kann. Es kann ja sein, dass Sie beispielsweise bei der Verfügbarkeit, dass Ihnen da einfach die Sicht zum Beispiel vom IT-Betrieb fehlt und dass Ihnen da Anforderungen sozusagen nicht genannt worden sind, die Sie vielleicht bräuchten. Häufig kann es auch sein, also während des Projektes lernen Sie die Fachlichkeit besser kennen und Ihr Kunde lernt seine eigene Fachlichkeit besser kennen und möglicherweise verändert sich bei dem sogar auch das Geschäftsmodell ein bisschen, sodass das System, was ursprünglich einen Zweck hat, jetzt möglicherweise auf einen anderen wechselt. Beispiele für solche Wechsel haben Sie ja beispielsweise bei Flickr gesehen, dass das System war eigentlich für was ganz anderes gedacht und hat sich nachher zu so einer Bilderdatenbank zum Bilderaustausch weiterentwickelt. Also was Sie da brauchen, ist tatsächlich auch ein Änderungsmanagement. Sie müssen beobachten, wie sich die Architekturtreiber verändern. Und auch die Prioritäten ändern sich, weil häufig stehen die Anforderungen im Widerspruch zueinander. Sowas wie gute Bedienbarkeit und IT-Sicherheit sind häufig so Sachen, die so ein bisschen im Widerstreit zueinander sind. Und dann oder IT-Sicherheit plus Performance. Also alles, was Sie in der IT-Sicherheit machen, zum Beispiel verschlüsseln, kostet Sie ja wieder Rechenleistung. Also haben Sie so eine Trade-off-Diskussion, die Sie führen müssen. Und deswegen ist es auch da wichtig, tatsächlich eine gemeinsame Sicht von allen Stakeholdern zu entwickeln, was genau die Prioritäten sind. Und das ist natürlich eine Detaildiskussion. Sowas wie Performance ist wichtiger als X, das wäre jetzt zu banal. Also da muss man schon weiter ins Detail reingehen. Das ist eigentlich ein bisschen Job des Product Owners. Andererseits müssen Sie das als Team unterstützen, weil der Product Owner jetzt auch nicht alle technischen Details und Vorunkel kennt. Was Sie am besten brauchen, da sind Beispiele. Das heißt, Sie haben ja selber ein gutes Verständnis davon, was Ihr Kunde wollen könnte in der Zukunft. Und ein paar Sachen sind relativ offensichtlich, die Ihr Kunde höchstwahrscheinlich will, selbst wenn er das selber noch nicht weiß. Das heißt also, was Sie machen könnten, Sie machen sich eine Liste von wahrscheinlichen Änderungen, priorisieren die durch und gucken dann für jede Änderung nach, naja, wie einfach oder schwer ist das in dem System durchsetzbar. Beispiel. Sie überlegen sich, wie teuer wäre es, einen neuen Dialog in das System einzubauen. Das heißt, das können Sie ja durchspielen. Wenn Sie eine 25-Schichten-Architektur sich ausgedacht haben, dann brauchen Sie für den neuen Dialog ein neues GUI-Feld und in den 24 anderen Schichten wahrscheinlich auch noch Ergänzungen. Also wahrscheinlich wäre dann ein neuer Dialog in der 24-Schichten-Architektur, wenn es sowas gäbe, sehr aufwendig zu machen. Wenn der sozusagen nur Daten darstellt, ist der vielleicht ganz toll einfach zu machen. Das weiß ich natürlich nicht. Oder also ein klassisches Beispiel ist, Sie können überlegen, na, was würde es kosten, ein neues Datenfeld in die GUI einzubauen. Das heißt, Sie überlegen da ja das GUI-Feld. Sie müssen dann irgendwie die Datendarstellung innerhalb der GUI ändern. Sie müssen dann wahrscheinlich einen Backend-Aufruf machen, irgendwie einen RESTful Web Service aufrufen zum Beispiel. Sie müssen im Backend ein paar Änderungen durchführen bis hin zur Änderung des Datenbankschemas.
Und jetzt kann man sich selber überlegen, je mehr Schichten Sie da rein designt haben, desto teurer wird das wahrscheinlich. Je weniger Schichten Sie drin haben, desto preiswerter wird das wahrscheinlich zu machen sein. Also haben Sie sozusagen über dieses Durchspielen dieses Szenarios ein erstes Gefühl dafür, wie hoch sind Ihre Wartungsaufwände. Und insofern kommen Sie vielleicht auf die Idee, dass Sie ein, zwei Schichten weglassen. Das ist zwar konzeptuell dann nicht so schön, aber wahrscheinlich sind die wahrscheinlichsten Wartungsfälle schnell durchzuführen. Gegenbeispiel wäre, meine Kollegen bei der SC&M AG haben sich damals mal die SC&M neuen Schichtenarchitektur ausgedacht. Gesagt, und wenn Sie da Änderungen machen, wird das wahrscheinlich sehr teuer, weil Sie in neuen Schichten reingreifen müssen. Oder Sie brauchen noch einen Code-Generator, aber dann steigt auf der anderen Seite wieder die intellektuelle Komplexität von Ihrem System. Also je weniger Schichten eigentlich, desto besser. Oder Sie spielen das Beispiel, ich mache eine neue Plausi-Prüfung dazu. Häufig ist das ja bloß irgendwie so ein Validator in der GUI, also vielleicht sehr billig zu machen. Oder Sie prüfen durch, was passiert, wenn ich das Datenmanagement-System austauschen muss. MariaDB gegen MongoDB beispielsweise. Wobei das ja schon ein massiver Austausch wäre, weil Sie auch noch die Technologie und das Konzept austauschen. Und an all diese Änderungen können Sie eine Wahrscheinlichkeit dran schreiben. Während das neue GUI-Feld sehr wahrscheinlich ist, ist der Austausch des Datenmarkt-Management-Systems tendenziell eher unwahrscheinlich. Nicht ganz unwahrscheinlich. Also ich habe jetzt ganz viele Talks gehört, wo die Leute beispielsweise von dem Key-Value-Store doch wieder auf eine relationale Datenbank zurück umgestiegen sind, weil sie dann Anfragen hatten, die das ganze Konzept verändert haben. Also es ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher wie neues GUI-Feld. Also könnte man argumentieren, naja, weniger Schichten ist gut, weil neue GUI-Felder gehen leicht. Und wenn ich weniger Schichten habe, kann ich vielleicht das Datenbank-Management-System schlechter austauschen, ist aber unwahrscheinlicher. Und so können Sie so eine Abwägung treffen und haben mehr Input für Ihren Architekturentwurf. Und Sie reden da über reale Sachen, weil Sie jedes dieser Szenarien durchspielen mit Ihren Wartungsaufwänden. Also Sie überlegen ja wirklich in Bearbeitertagen, wie viel Sie das eine und das andere kosten könnte. Und dann haben Sie wirklich ein klares Bild vom eigentlichen Problem. Nämlich, welcher Architekturschritt kostet Sie in der Wartung wie viel Bearbeitertage? Genau. Und, diese Beispiele, die Sie brainstormt haben, sammeln Sie und priorisieren die Beispiele natürlich, was ist am wahrscheinlichsten. Und dann, das steht jetzt nicht mehr auf der Folie, rechnen Sie durch oder versuchen abzuschätzen mit Ihrem Architekturwurf, wie teuer ist welche. Es ist jetzt welche Architekturvariante und wie teuer ist in welcher Architekturvariante welche Änderung. Und dann kriegen Sie ein gutes Gefühl dafür, was eine gute Architektur ist. Zweites Beispiel ist Verfügbarkeit. Das vielleicht hier ganz kurz eine etwas veraltete Definition aus der ISO 9126, die ist inzwischen abgelöst gegen die 25.000er Serie. Verfügbarkeit, the capability of a software product to maintain a specified level of performance when used under specified conditions. Bedeutet ungefähr, wenn Sie das System starten oder benutzen wollen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesem Zeitpunkt funktioniert. Und diese Wahrscheinlichkeit wird häufig in Prozent angegeben. So zahlen Sie normalerweise so für Standardverfügbarkeiten, haben Sie normalerweise im Bereich so 99,999 irgendwas Prozent. Und je besser das System ist, desto mehr Neunen haben Sie da dran. Und Zuverlässigkeit vielleicht noch als zusätzliche Ergänzung, vielleicht mal flapsig formuliert. Zuverlässigkeit messen Sie sozusagen, das ist so die Mean Time between Failure. Also das heißt, wie lange dauert es, wenn Sie das System starten, bis es halt kaputt ist. Die Mean Time to Failure ist sozusagen die Zeit bis zum endgültigen Ausfall, können Sie messen. Also Sie starten Ihre Waschmaschine und warten, bis sie komplett kaputt ist und schmeißen sie dann auch weg. Und was weiß ich, bei einer normalen Waschmaschine sind das vielleicht so 10 Jahre ungefähr. Oder Sie messen die Mean Time Between Failure. Beispielsweise, Sie haben sich einen Geschirrspüler gekauft und lassen den Geschirrspüler laufen. Also ich habe meine Mean Time Between Failure von meinen Geschirrspülern sind immer ungefähr 2 Jahre und dann ist die Wärmepumpe im Eimer. Und dann kommt einer und tauscht die Wärmepumpe aus und dann läuft das Ding wieder 2 Jahre. Also haben wir eine Mean Time Between Failure bei meinem Geschirrspüler von ungefähr 2 Jahren. Und man kann also schlussfolgern, der Geschirrspüler ist ein relativ unzuverlässiges System, weil der nur 2 Jahre mit der eingebauten Hardware läuft. Und, beide Größen können Sie schwer messen, weil Sie dafür natürlich eine gewisse Betriebszeit brauchen. Deswegen kommen wir auch dann natürlich später in Schmoditäten, aber wir brauchen jetzt erstmal die Begriffe. Ein ganz wichtiger Begriff ist noch die Mean Time to Repair. Das ist die Zeit, wenn das System kaputt gegangen ist, bis Sie es wieder repariert haben. Also zum Beispiel, wenn Ihr Datenbankserver abgestürzt ist, wäre die Mean Time to Repair dann die Zeit, bis der wieder oben ist und wieder auf Anfragen antwortet.
Und Sie können jetzt mit der Mean Time to Repair und der Mean Time Between Failure im Prinzip die Verfügbarkeit des Systems ausrechnen, indem Sie nämlich einfach die Mean Time Between Failure teilen durch die Summe aus Mean Time to Repair und Mean Time Between Failure. Das heißt, jetzt können Sie überlegen, wenn Sie hohe Verfügbarkeit wollen, wie können Sie das erreichen? Jetzt können Sie einfach an den beiden Größen rumdrehen. Sie können sagen, naja, die Mean Time Between Failure muss besonders groß sein. Also Sie kaufen sich ein besonders edles System, was also aus ausfallsicheren Komponenten gebaut ist. Dann wäre die Mean Time Between Failure sehr groß und damit die Verfügbarkeit sehr groß. Was Sie auch machen können, ist, Sie senken die Mean Time to Repair gegen Null. Also je kleiner die ist, desto verfügbarer ist Ihr System auch, unabhängig von der Mean Time Between Failure. Also Sie könnten ein System haben, was also ständig abstürzt, aber auch schnell wieder gestartet ist, dann haben Sie vielleicht auch eine gute Verfügbarkeit. Also wie gesagt, an den beiden Begriffen können Sie drehen. Und jetzt gehen wir wieder vor wie bei der Wartbarkeit. Wir überlegen uns Beispiele. Und zwar, was Sie machen, ich habe jetzt hier mal so eine Architekturgrafik hingeklebt von einem alten Projekt, das wir mal für die Zielpuls gemacht haben. Die hatten halt schöne Grafiken, deswegen habe ich die übernommen. Sie sehen, das ist die Verteilungsarchitektur mit Browser, da ist irgendein RESTful Web Server, der so Queries absetzen kann und so ein Query Server, ein Solar. Das ist sozusagen einer von, zweite gängige Komponente wäre der Elasticsearch, das sind so zwei Aufsätze auf Lucene, wo Sie schön suchen können damit. Und jetzt können wir überlegen, jetzt gehen wir einfach jede einzelne Komponente durch von dem Ding und überlegen, was passiert, wenn das Ding ausfällt. Das heißt, Sie gehen das System Komponente für Komponente durch. Man kann sogar die Beziehungen dazu noch festlegen. Es kommt gleich auf der nächsten Folie nochmal mit Fehlerbäumen. Ich nehme an, dass der Kollege Höfig das ausführlich in Software sicherheitskritische Systeme bespricht. Das ist so eine Standardtechnik in dem Bereich. Deswegen bei mir nur ein kurzer Einblick, nicht zu viel Redundanz. Also wir könnten zum Beispiel durchspielen, was passiert, wenn ich gehe mal mit der Maus rum, wenn dieses Solar-Dingsbums abstürzt. Punkt 1 ist, Sie überlegen sich, naja, wie kriege ich das überhaupt mit, dass das Teil abstürzt? Kriege ich das erst mit, wenn sich ein Kunde beschwert, das wäre irgendwie schlecht, kriege ich es vielleicht schneller mit? Das wäre Schritt 1. Wie kann ich den Container, wenn der mal abgestürzt ist, wieder neu starten? Kann ich den überhaupt neu starten oder ist irgendwas Grundsätzliches kaputt? Und wie lange dauert das? Wenn Sie die drei Zeiten summieren, also wenn ich sage Dauer, bis ich den Abstoß festgestellt habe, plus Zeitpunkt des Neustarts, bin ich genau bei dieser Mean Time to Repair. Und je kürzer diese Zeit ist, desto zu verfügbarer ist mein System offensichtlich. Natürlich könnte ich alternativ mir auch überlegen, ich baue mir einfach zwei Solar-Server rein und falls der eine abgestürzt ist, wird halt der andere gefragt, dann habe ich eine andere Strategie. Also Sie sehen, hier kann ich also verschiedenste Entwurfsstrategien durchsetzen, mit und ohne Redundanz. Habe ich ja gerade auf der anfänglichen Folie schon gezeigt. So. Oder was passiert, wenn das Volume kaputt ist? Also das heißt, so ein Docker-Container, das ist hier so ein Docker-Container, der hat sozusagen eine gemountete Festplatte oder irgendeine Datenstruktur, nennt sich Volume. Da wären halt die Daten drin, in der Solar suchen kann. Und was passiert, wenn das Ding korrupt ist? Und da kommen Sie relativ schnell darauf, naja gut, dann brauche ich vielleicht ein Backup von dem Ding. Dann kommen Sie darauf, naja, wo ist denn das Backup? Kann ich das einspielen? Und Sie fangen plötzlich an, viel komplexer über diese Fragestellung nachzudenken. Den Backup einspielen, dann müssten Sie sich mal hinsetzen mit der Stoppuhr und gucken mal, wie lange dauert das denn, so ein 4 GB Backup einzuspielen. Wie lange dauert es, bis der Solar mit diesem Backup wieder was anfangen kann? Habe ich überhaupt, ist der Admin überhaupt trainiert, dass er Backups einspielen kann? Und so weiter. Also das heißt, Sie spielen das System plötzlich so durch, wie das sich im, also Sie spielen plötzlich Fälle durch, die im täglichen Betrieb relevant sind. Das heißt, Sie kommen zu einer viel besseren Feststellung, was Verfügbarkeit ist und zu einer realitätsnäheren Sicht, als wenn Sie einfach mit 99,4% rumhantieren. So, hier nochmal ganz kurz Fehlerbäume, nur kurz, dass Sie es gesehen haben. Ich halte das wirklich für eine ganz interessante Technik. Beispiel, Sie überlegen sich, was, unter welchen Umständen kann mein toller Laptop nicht mehr verfügbar sein. Und da könnte es ja verschiedene Elemente geben. Und zwar könnte es ja sein, Mensch, meine Batterie ist leer. Und da kann ich sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür angeben. Von mir aus ist mit 20%iger Wahrscheinlichkeit ist die Batterie alle. Das alleine heißt aber noch nicht, dass der Laptop dann ausfällt, sondern ich bräuchte hier, das fehlt ja auf der Folie, vielleicht noch, dass mein Anschlusskabel, das habe ich vergessen, oder ich habe keine Steckdose da. Und wenn diese beiden Sachen gleichermaßen erfüllt sind, dann fällt der Laptop aus. Das heißt, Batterie leer und Kabel vergessen, dann fällt der Laptop aus. Und ich kann modellieren, naja, wenn die Hardware kaputt ist, also von mir aus die SSD durchgebrannt ist, dann fällt mein Laptop auch aus.
Und so kann ich sozusagen diese verschiedenen Ursachen für die Wirkung Laptop nicht verfügbar ursächlich verknüpfen, also und oder Verknüpfungen machen und verstehe dann sozusagen die Ursache-Wirkungsketten besser. Das können Sie anhand Ihrer Architektur durchspielen im Sinne der Qualitätssicherung oder schon im Entwurfsprozess versuchen, mit Hilfe dieses Modellierungsmittels die Verfügbarkeit zum Beispiel zu verbessern, indem Sie zum Beispiel hier Komponenten reinbauen, die vielleicht hier eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit haben oder indem Sie Komponenten besser entzerren oder redundant aufbauen. Okay, was wir hier schon sehen als Punkt ist, das heißt, dieses Entwickeln der Architektur, gerade bei größeren kritischen Systemen und das Erheben der Anforderungen, das ist jetzt nicht linear machbar. Also das heißt, erst Anforderungen, dann Architektur, weil sie erst über das Bauen der Architektur wieder es schaffen, die Anforderungen zu präzisieren und über das Präzisieren der Anforderungen wieder die Architektur verfeinern. Das heißt also, das ist so ein iterativer Prozess. Und Sie brauchen, um die Architektur zu verfeinern, immer weitere Detailanforderungen. Und aus den Detailanforderungen ergeben sich wieder neue Architekturelemente. Und wie gesagt, das ist hier in so einer Standardgrafik dargestellt. Ich habe hier mal die Quelle daneben geklebt. Das ist aus einer ganz bekannten Veröffentlichung entnommen. Typischerweise werden in diesem iterativen Verfeinerungsprozess jetzt viele Beispiele gefunden. Und Sie sammeln jede Menge nicht funktionale Eigenschaften, Qualitätseigenschaften, die Einfluss auf Ihre Architektur haben. Jetzt geht es natürlich auch darum, eine Übersicht zu gewinnen, Struktur reinzubringen und auch zu priorisieren, dass man sagen, also um diese Anforderung kümmern wir uns im Architekturentwurf als erstes oder diese Anforderung ist wichtiger als die andere Anforderung oder das müssen wir primär erfüllen, wenn wir das andere nicht ganz erfüllen, macht das nichts. Und da hat das Software Engineering Institute eine Mindmap-artige Struktur vorgeschlagen. Im Zentrum der Mindmap steht Utility, deswegen heißt das Ding Quality Utility Tree. Und die erste Verfeinerungsebene bilden die Qualitätseigenschaften. Also da können Sie zum Beispiel die Kriterien aus der ISO 25010 nehmen, so wie Performance, Wartbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit. Und Sie haben auf der anderen Seite Ihre Beispiele, die Sie vielleicht gebrainstormt haben oder tatsächlich klare Anforderungen, die Sie gefunden haben. Also klare Anforderungen, sowas wie die Antwortzeit, einfacher Queries unter 200 Millisekunden. Auch keine gute Anforderung, weil Sie eigentlich mit statistischen Größen arbeiten müssten. Also müsste sagen, eigentlich in 90% der Fälle unter 200 Millisekunden Ausreißer mal ausgenommen. Oder Sie haben Beispiele brainstormt, zum Beispiel sowas wie der Ausfall, wenn der DNS-Server ausfällt, möchte ich das erkennen und beheben innerhalb von 1,5 Minuten. Und was die Software Engineering Institute Leute jetzt vorschlagen, ist diese abstrakten Kriterien, also Performance, Änderbarkeit und so weiter, in Teilkriterien zu zerlegen, bei Performance zum Beispiel Antwortzeit und Durchsatz und dann jeweils Beispiele zu nennen, aussagekräftige Beispiele oder die harten Anforderungen zu nennen. Das sind sozusagen die Blätter oder die Spitzen dieser Mindmap. Dann haben Sie mal als eine Mindmap einen Überblick über alles. Was Sie dann mit der Grafik machen können, das habe ich jetzt hier von der Folie nicht mehr dargestellt, um es nicht zu kompliziert zu machen. Sie können jetzt sagen, das eine ist besonders kritisch, weil wir nicht ein schlechtes Bauchgefühl haben oder das ist besonders wichtig. Und da kann man so nach so mehreren Kriterien eine Gewichtung finden, wo man sagt, okay, um die Antwortzeit der einfachen Queries kümmern wir uns als erstes und dass der Angreifer die Daten von der Datenbank nicht lesen kann, da kümmern wir uns als letztes drum, weil das vielleicht dann nicht so eine große Rolle spielt. Also Übersicht gewinnen über speziell die Qualitätsanforderungen von Ihrem System, da ist der Quality Utility Tree vom Software Engineering Institute eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel. Und das können Sie sehr schön in Workshops auch erarbeiten, weil so eine Mindmap, das kriegen Sie mit fast jedem Tool hin. Also ob das jetzt mit Miro ist oder am Whiteboard, also da können Sie sehr schön auch in der Gruppe damit arbeiten, weswegen die Technik besonders geeignet ist, auch wenn Sie mit einer Menge von Stakeholdern arbeiten, womit Sie die Beispiele auch generieren. Nächstes Problem noch, was Einfluss auf Ihre Architektur haben kann, das nochmal ganz kurz am Ende von dem Architekturtreiber-Foliensatz. Es ist mir erst dieses Jahr aufgegangen, dass natürlich ein Risiko auch ein Architekturtreiber ist. Hier mal wieder eine Folie aus meinem Risiko-Einschätzungsvortrag. Das heißt, Sie haben hier so ein Kontextdiagramm oder Umgebungsdiagramm. Ihr System ist in der Mitte als Beispiel unser super tolles Projektvorschlagssystem und es hat eine Schnittstelle zum Beispiel zu verschiedenen Nachbarsystemen wie GitLab, so einem Customer Relationship Dingsbums und einem LDAP. Jede Schnittstelle ist ein Risiko. Ne? Kann ja da sein, wenn die nicht da ist, passiert was Schlimmes. Und auch dieses Risiko führt natürlich in Ihrem Architekturentwurf sofort zu Architekturentscheidungen, um dieses Risiko zu mindern oder um sicherzustellen, dass Sie auch ohne Existenz der Schnittstelle erstmal arbeitsfähig sind.
Wie kann man das machen? Hier nur als Beispiel, dass wir sehen, wie dieses Risiko sich in Architektur übersetzt. Sie nehmen zwei Patterns, die sind schon von Erich Gammer und seinen Kollegen im Design Patterns Buch im Jahr 1993 oder 94 beschrieben worden, und zwar das Fassaden- und das Adaptermuster. Ich zeige beides mal. Also, Beispiel, Ihr System hat ein Nachbarsystem und das Nachbarsystem bleibt, Sie sind nicht sicher, ob Sie von dem anderen Lieferanten die Schnittstelle kriegen. Was machen Sie jetzt? Ja, was Sie jetzt nicht machen sollten, ist, Sie haben jetzt 1000 Komponenten in Ihrem System und die greifen alle direkt auf das Nachbarsystem zu, oder alle Bauer dieser Komponenten sagen, oh, die Nachbarsystem-Schnittstelle ist nicht da, ich kann gar nichts machen, und legen die Hände in den Schoß. Also Beizungsmuster gibt es ja, kennen Sie alles aus der Praxis. Sondern was machen Sie jetzt stattdessen? Sie wünschen sich vom Universum eine Schnittstelle. Das ist eine Schnittstelle, die haben Sie sich ausgedacht. Das ist Ihre Lieblingswunsch-Super-Duper-Schnittstelle vom Nachbarsystem. Und natürlich basiert diese Schnittstelle auf plausiblen Annahmen. Also wenn Ihr Nachbarsystem ein Computertomograph ist und Sie haben schon mal einen Computertomographen gesehen, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was der liefern könnte. Und Sie definieren hier also eine interne Wünsch-dir-was-Schnittstelle. Und gegen diese Wünsch-dir-was-Schnittstelle sind jetzt alle Ihre Komponenten programmiert. Und Sie bauen im ersten Schritt, solange das Nachbarsystem noch nicht vorhanden ist, ein Dummy dahin, also ein etwas, was diese Schnittstelle erstmal prototypisch implementiert und irgendwelche Testdaten zurückgeht, dann sind sie arbeitsfähig, ohne dass das Nachbarsystem da ist. Vielleicht können sich Nachbarsysteme ein Stück weit simulieren, falls das in dem Kontext möglich ist. Und wenn das Nachbarsystem mal da ist, dann bauen Sie zu Ihrer Wünsch-dir-was-Schnittstelle einen Adapter, der dann tatsächlich das Nachbarsystem zugreifbar macht. Der Adapter hat den weiteren Vorteil, wenn das Nachbarsystem nicht stabil ist, kann das Nachbarsystem so als Sicherheitsfassade, so hat mein Amtsvorgänger das mal genannt, zum Beispiel auch Abstürze vom Nachbarsystem abfedern. Sie können da Circuit Breaker Pattern einbauen, dass der zum Beispiel, wenn die Antwortzeiten zu lang sind, schon mal ein Timeout gibt, anwendungsintern, und da sinnvoll reagiert. Also mit diesem Adapter können Sie eine ganze Menge anstellen, und Sie haben das Wissen des Nachbarsystemzugriffs auf diesen einen Adapter konzentriert. Das ist also auch aus Organisationsgründen eigentlich eine gute Sache. Also dass nicht jeder Dödel in Ihrem Projekt sich mit den Innereien des Nachbarsystems auseinandersetzen muss, nur weil er dann ein paar Daten draus braucht. Also Adaptermuster heißt es. Zugriff auf das Nachbarsystem ist das Geheimnis des Adapters, also wieder Dave Parnas Geheimnisprinzip. Alles, was sich ändern kann, wo Sie nicht sicher sind, kommt in eine eigene Komponente, in ein Untermodul und wird durch eine halbwegs stabile Schnittstelle weggekapselt. Und der Adapter kapselt halt alles, was mit Sockets und Netzwerk oder REST oder GraphQL oder gRPC oder weiß der Henker, was Sie da verwenden wollen, kapselt er das. Und nur der Adapter muss geändert werden, wenn sich das Nachbarsystem ändert. Es sei denn, das Verhalten des Nachbarsystems ändert sich grundlegend, dann geht es natürlich nicht. Zweites Beispiel, Fassadenpattern. Sie haben Zillionen Nachbarsysteme, die auf Ihr System zugreifen. Und jetzt muss man da sagen, Sie haben da ein Risiko, wenn Sie sozusagen starke Politik haben und starke Besitzer der Nachbarsysteme, haben die natürlich gewaltigen Einfluss auf Ihre interne Struktur. Also was Sie definitiv nicht machen sollten, ist jetzt eine monsterbreite Schnittstelle bereitstellen, sodass jeder Dödel von außen auf jede Innerei von Ihnen zugreifen kann. Also das wäre strafbar. Was Sie machen, ist, Sie machen kleines Fenster auf, und das Fenster haben Sie selbst unter Kontrolle, und das ist Ihre sogenannte Fassade. Zeichne ich nochmal ein hier. Auch da ist es wieder so, Sie wünschen sich eine Schnittstelle vom Universum, die stellen Sie bereit, Sie designen rein, und diese Wünsche orientiert sich natürlich an den Wünschen der Nachbarsysteme. Und dann implementieren Sie diese Fassade, die dann die Schnittstelle und den Zugriff auf Ihre Innereien zulässt. Das heißt, wenn jetzt ein Nachbarsystem was Neues möchte, dann ändern Sie vielleicht hier die Schnittstelle und die Fassade, aber Ihre interne Struktur bleibt davon unbehelligt. Wenn Sie feststellen, dass das Modul 1 marode ist, können Sie das, ohne dass ein Nachbarsystem betroffen ist, austauschen gegen irgendein anderes, wahrscheinlich noch maroderes Modul, und trotzdem bleibt die Schnittstelle zum Nachbarsystem konstant, weil Sie sozusagen eine Indirektionsstufe über diese Fassade drin haben. Auch das steht im wunderbaren Buch von Erich Gammer und den anderen drei Autoren drin. Und wie gesagt, das ist Überschrift Fassadenmuster. So, das waren mal zwei Muster, die Sie in Ihre Anwendung einbauen können mit einer entsprechenden Komponente, nämlich die Fassade oder der Adapter, als Reaktion auf Risiken von der Außenwelt. Also Risiken sind Architekturtreiber, und Sie haben hier gesehen, wie man auf solche Sachen vielleicht reagieren kann. So, nächster Schritt ist jetzt, dass wir uns die Szenarios, also die Beispiele, um die es gerade ging, nochmal genauer anschauen. Weiter geht's dann im nächsten Video. Vielen Dank.